Leute, da sind wir schon mal wieder. Ich bin heute tatsächlich auf dem Weg zu meinem Cousin ins Kanu Camp. Und das wird eine sehr, sehr schöne Sache. Leider sehr kurz, weil ich muss am Sonntag wieder zurück sein, denn Montag ist die Prüfung von meiner Weiterbildung aus her über Marketing, Nutzeravatar erstellen und Zielgruppenrecherche. Und ja, deswegen bin ich daran interessiert, um heute tatsächlich noch ein bisschen zu entspannen, baden gehen, ein bisschen Kanu fahren und alles, was dazugehört. Ihr seht hinter mir, es ist wieder ein Kopfkissen dabei und eine Decke, zumindest bei den Temperaturen, ein Laken. Ich weiß ja nicht, wie es da draußen so ist. Ich werde versuchen, heute mal ein Zelt zu ergattern, um diesmal endlich im Zelt zu schlafen. Und da sehe ich schon wieder eine Baustelle. Sehr schön. Es ist unglaublich. Ja. Geil. Naja, gut. Bis später. Ciao. Wir sind endlich angekommen bei der Familie im Kanu-Camp Hennig. Ja? Und ja, hallo, da war auch eine von der Familie. Und wir werden jetzt mit diesen wunderschönen Kanus so eine kleine Tour machen. Wo gehen wir hin? Sternberger See. Und wenn ich hier noch 5 Minuten länger bleibe, habe ich das mit dem Akzent auch so gut drauf, du. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie das hier ausschaut. Und hier geht's lang. Viele dürfte das so ein bisschen an diese Spreewald-Atmosphäre erinnern, aber ist es nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sternberger See. Du. Also, bis später und wir lassen euch natürlich daran teilhaben. Bis dann. Das ist er. Ja. Ey, so eine schöne Gegend hier. Ich glaube, ich wiederhole mich so oft, aber das ist halt wirklich schön. So, jetzt wird weiter geschleppt. Oh. Sieht immer so easy aus, dabei ist das wirklich Schwerstarbeit. Ne? Aber da weißt du auch, was du den ganzen Tag gemacht hast, wa? Ja. Sternberger See. Ich muss mir auch eine Eselsbrücke machen. Ah, danke. Das ist ein Sternberg? Ja, Sternberger See. Gut. Eine ganz, ganz tolle Atmosphäre da. Da ist ein bisschen was Freies. Da! Oh, was? Ich glaube, Sie haben sich nicht verstanden. Nee, hier! Ist auch frei? Ich höre eben zu. Niemand hört mir zu. Deswegen sind meine Instagram-Follower auch so wenig, weil ich die eher nerve, als dass ich interessanten Content zu erzählen habe. Ich guck mal gar nicht, ob du mit mir redest oder mit der Kamera. Soll ich wieder paddeln und du willst die Kamera übernehmen? Nee. Sollen wir erstmal Stand-up paddeln? Stand-up! Ich dachte, ich hätte es! Viel mehr Spaß als Center Paddeln. Ich glaube, das muss. Das ist schon komisch, oder? Wenn sich jemand so unfassbar gut gelaunt selbst unterhalten kann. Vielleicht sollte man sowas dann erst richtig rausschicken, als wir dann alle denken: Mein Gott, was ist das für ein Vogel? Hammer.